Das Jahr ist jetzt fast vorbei und dieses Jahr sind so viele Produkte rausgekommen, die mich wirklich gecatcht haben. Es gab aber auch ein paar Produkte, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, was soll das? Und diese Produkte möchte ich euch heute zeigen und ich bin super gespannt, welche eure Flop-Produkte 2022 waren. Ich habe einige Produkte hier, einige kamen auch wirklich dieses Jahr raus, einige sind noch so ein bisschen aus dem letzten Jahr mit rüber geschwappt und ich habe ihn wirklich probiert, viele, viele Chancen zu geben, aber guess what? Es hat nicht geklappt und deswegen freue ich mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde. Ich probiere, damit ihr euer Geld spart und wir haben wirklich komische Produkte dabei. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sehe so aus, wie ich mich fühle. Fertig. Aber das probieren wir jetzt gleich zu ändern, wobei eigentlich nicht, denn wir werden genau gleich so aussehen, nur mit Make-up drauf. Ich habe hier wirklich ein paar Produkte, die ich nicht verstehe, die mich wirklich wütend gemacht haben, teilweise auch. Und ich bin wirklich gespannt, welche eure Flop-Produkte dieses Jahr waren. Und ich will auch gleich starten. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir eure Flop-Produkte in die Kommentare schreibt, damit ich die oder andere aus der Community diese nicht kaufen. Ganz, ganz wichtig zu Beginn ist natürlich, dass ich sage, dass das kein Hate gegen die Marken ist. Ganz, ganz wichtig. Das ist nur meine persönliche Meinung und der Titel und die Aussage, die schlimmsten oder die schlechtesten Produkte sind natürlich, ist es natürlich schon sehr hart. Aber ich glaube, ihr wisst mittlerweile, wie YouTube funktioniert, wenn ich schreibe, diese Produkte haben mir nicht so gut gefallen, interessiert das natürlich auch niemanden. Aber ich starte mit dem ersten Produkt und da hatte ich wirklich viele, viele Hoffnungen drin und es hat mich maßlos enttäuscht. Und das ist der Corrector von KKW Beauty, Kim Kardashians Beauty Brand. Der ist in der Farbe 2 und die Idee dahinter war gar nicht schlecht. Das einzige Problem, was ich damit hatte, war, dass er nicht gehalten hat. Ich blende mir den so ein bisschen ein und ihr seht sofort, der korrigiert auch sehr, 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 sehr gut. Er ist aber so ein bisschen trocken gewesen. Und ich benutze ja zum Color Correcten meistens den von Charlotte Tilbury. Den habe ich auch meistens schon drauf, wenn ich die Videos starte. Ihr seht es, der hat so eine leicht orangene Färbung. Der sieht jetzt auch gar nicht so schlimm aus. Aber wenn Make-up drüber ist und wenn man vor allen Dingen Full-Full-Coverage-Make-up drüber trägt, dann lief der hier alles immer so in die Falten und es hat einfach nicht das gemacht, was ich mir erhofft habe. Ich benutze zum Color Correcten wirklich eigentlich nur den von Charlotte Tilbury oder den von Catrice. Den habe ich mir so ein bisschen dunkler gemacht mit einem orangefarbenen Lippenstift, dass er ein bisschen besser passt. Der ist okay, der ist aber einfach viel zu leicht. Also seht ihr, ich habe sehr, sehr starke Augenringe, bin aber auch nicht so dunkel und dadurch hat er mir nicht so gefallen. Das nächste Produkt ist von Lotte London, der Illuminating Coconut Primer. Ich hatte Lotte London dieses Jahr auch das erste Mal, glaube ich, benutzt und es gab wirklich einige Produkte, die mir da sehr, sehr gut gefallen haben, aber der hier war ganz, 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 ganz komisch. Also ich liebe ja den Duft von Kokosnuss. Und auf der Hand sieht er auch super schön reflektierend aus. Auf der Haut war der dann ganz komisch. Der ist eingezogen und hat dann so komische, glitzerige Schlieren hinterlassen. Also er hat sich nicht ebenmäßig verteilen lassen und der Duft ist auch absolut gar nicht verflogen. Es gab dieses Jahr wirklich viele Illuminating Primer, die rauskamen, weil das natürlich etwas ist, was super interessant ist. Ihr seht, das lässt sich nicht ebenmäßig verteilen und hat für meine Haut halt auch gar nichts gemacht, außer dass er sie so ein bisschen glitzerig gemacht hat. Was ich gefunden habe dieses Jahr, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, ich probiere euch dann natürlich auch gleich eine gute Alternative zu zeigen, ist von Fenty Beauty der Ease Drop Lid All Over Glow Enhancer und Tatsache von Kies, von Alicia Kies Beauty Brand, Kies Soul Care Let Me Glow Illuminating Serum. Sehr, 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 sehr gut. Beide auch in Kombination oder beide einzeln. Der ist, ihr seht das, du kriegst den nicht so ordentlich verteilt und wenn du ihn ordentlich verteilt hast, dann hinterlässt es halt irgendwie gar keinen Glow. Ich zeige euch mal den von Alicia auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Der spendet halt auch wenigstens noch so ein bisschen Feuchtigkeit dazu und der hier ist einfach nur trocken und so ein bisschen silikonig. Lotte London ist natürlich auch eine recht günstige Marke, das muss man auch dazu sagen. Und
Wenn etwas günstig ist, hat das natürlich auch viele Füllstoffe drin, die potenziell nicht so gut performen. Also das ist immer, deswegen bin ich immer so beeindruckt von Drogerie-Make-up, was sehr, sehr gut funktioniert. Weil ihr müsst euch vorstellen, die Produktion von einem Produkt kostet Geld. Oder das Produkt selber, die Inhaltsstoffe. Und Silikon und Mica und Talg und Zink sind günstiger als hochwertigere Füllstoffe. Es gibt günstige Füllstoffe und hochwertige Füllstoffe. Und wenn du viele günstige drin hast, ist die Chance, dass es schlechter performt, größer, als wenn du weniger schlechte Füllstoffe drin hast. Hier haben wir einen richtig schönen Glow und hier ist er irgendwie einfach nur unschön eingezogen. Ich glaube, ihr merkt, dass ich mich damit immer so ein bisschen schwer tue, Produkte schlecht zu reden. Ich bin großer Freund von konstruktiver Kritik und auch zu sagen, auch offen zu sagen, wenn etwas doof war. Aber auch einfach sagen zu können, okay, mir hat das nicht gefallen, das könnt ihr damit vielleicht machen, wenn ihr ihn schon gekauft habt. Den kann man mit Sicherheit gut in eine Foundation packen. Apropos Foundation, da habe ich zwei, die wirklich herausgestochen sind dieses Jahr. Dieses Jahr war wirklich, und das ist das Schöne, es wird halt jedes Jahr schwieriger, Flop-Produkte zu finden, vor allen Dingen in der Drogerie, weil es einfach mittlerweile viele wirklich gute Sachen in der Drogerie gibt. Aber manchmal kommen dann so Sachen, die bei mir wirklich gar nicht funktionieren. Da haben wir hier einmal die Maybelline Green Edition, das Super Drop Tinted Oil. Ich wollte es euch nur noch einmal zeigen. Ich habe es damals auch falsch verwendet. Das habe ich dann aber auch in einem Video danach dann gesagt. Ich habe viel zu viel benutzt und jetzt sehe ich, es ist pures Öl. Es ist Öl mit Farbe und du darfst wirklich die kleinste Menge benutzen und auch nichts drunter haben, weil es sich sonst sofort zersetzt, weil der Ölanteil ist einfach so hoch. Und was mich da gestört hat, ist einfach dieses Green-Thema. Das war mir persönlich ein bisschen too much für das, was es dann am Ende war. Ein viel, 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 viel schlimmeres Produkt fand ich das Maybelline Perfecta 4-in-1 Instant Whipped Matte Make-up. Das erinnerte mich so stark an Dream Matte Mousse. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es die Dream Matte Mousse einfach nur in einer anderen Verpackung ist. Das war absolut gar nicht mehr zeitgemäß. Farblich gab es vielleicht vier Farben. Ich probiere es mal mit dem Schwamm. Du kriegst es nicht verteilt. Es sieht einfach nicht schön aus. Es hält nicht. Und es ist so nichtssagend. Also, das war so ein Produkt, das kam völlig random, weil der Trend halt dieses Jahr auch in eine ganz, ganz andere Richtung ging. Das war dieses Leichte, diese getönten Serien, diese getönte Tagescreme. Und prinzipiell, es gibt ja immer Leute, die es lieber matt mögen oder die es lieber ein bisschen deckender mögen, aber das ist es nicht. Also das ist nicht meine Alternative zum Magic Finish, was ja einfach super schnell und einfach ist. Das ist einfach nur Silikon mit Farbe und du kriegst es nicht. Du kriegst es nicht verteilt, du kriegst es nicht verblendet. Und ich hätte es verstanden, hätten sie gesagt, okay, wir bringen die Dream Matte Mousse nochmal neu raus. Wir wollen die einfach nochmal ein bisschen moderner machen. Du musst es auch so reinwischen, weil sonst hält es nicht. Ja, gibt mir 2002-Vibes. Ich erinnere mich halt auch gar nicht mehr. Ich brauche mehr. Ich erinnere mich halt auch wirklich gar nicht mehr an die Dream Matte Mousse. Wobei ich sagen muss, vielleicht sollten wir das mal machen. Ja, bitte, bitte, bitte. Schreibt mir das in die Kommentare. Diese Klassiker, diese Drogerie-Klassiker. Ich erinnere mich an diese Mascara. Ich glaube, die war von Maybelline in diesem Pink und mit dem grünen Schraubverschluss. Dann gab es ja diese Essence Mousse. Die benutzt meine Oma heute noch. Und bei ihr sieht das toll aus. Das hier, ich verstehe es nicht. Das sieht weder schön aus, noch ist es einfach zu benutzen. Es ist einfach nur trocken, cakey und super, super schwierig gewesen. Ja, naja. Also, wenn ihr auf Mousse Foundation steht, wenn ihr auf dieses etwas mattere Finish steht, dann geht definitiv zu Asam. Habe ich auch einen Dauerrabattcode. Maxim DEZ? Ich schreibe es euch unten in die Infobox. Also, ich sehe aus wie ein Umpa Lumpa und das ist genau das, wie wir 2002 aussahen. Orangenes Gesicht und ein richtig, richtig schön Make-up-Rand. Freunde, das wird jetzt wahrscheinlich noch schlimmer, als es sonst gewesen wäre. Es war nicht so schlimm, wie gedacht. Kat Von D, oh Gott, wie heißt er denn? Liquid Gel Contour. Das ist ein Liquid Bronzer gewesen.
So sieht er erstmal richtig, richtig krass aus. Das Problem bei dem war nur, der hat halt so eine gelige Art. Und das funktioniert nicht mit jeder Foundation. Die ist erstmal ist sie extrem orange. Und dadurch, dass es halt so ein Gel ist und wenn du keine Foundation auf Wasserbasis hast und die meisten, das muss ich dazu sagen, weil es mir halt wichtig ist, die meisten Leute, die Make-up kaufen, kaufen nach, das sieht schön aus und nicht, das Produkt kann ich mit dem Produkt verwenden, weil die Inhaltsstoffe so und so und so kompatibel sind. Und dadurch, dass das auf Wasserbasis ist, kannst du das auch nur schön benutzen mit einer Foundation auf Wasserbasis. Aufgetragen sieht es wirklich gar nicht schlecht aus. Es wird dann aber auch matt, aber du siehst auch hier dann diese ganz, 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 ganz kleinen Fleckchen. Und für den Preis ist es mir einfach, also ich glaube, das wisst ihr mittlerweile. Ich bin großer Freund davon, wenn Make-up-Produkte einfach sind. Wenn ich mir nicht so viele Gedanken machen muss darüber, wie kann ich das kombinieren, wie kriege ich das damit zusammen und wie sieht das dann schön aus. Was man damit mit Sicherheit sehr, sehr gut machen kann und das möchte ich auch erwähnen, ist, wenn du keine Foundation trägst, gerade im Sommer ist das eine tolle Sache, um einfach so ein bisschen Wärme, ein bisschen Farbe, ein bisschen Bewegung in dein Gesicht zu kriegen. Im Winter, wenn die Haut eh schon trocken ist und du dann eine deckende Foundation benutzen möchtest vielleicht, dann ist das einfach nicht funktional und du siehst, es lässt sich nicht ordentlich verteilen, es sieht einfach nicht schön aus. Genauso wie das hier, Revolution Man Ultimate Matte Bronzer. Das ist die Farbe Light. Das ist nicht Light, das ist Medium bis Medium Dark. Ich fand die Man-Kollektion wirklich gar nicht schlecht, vor allen Dingen diese Foundation, die wäre auch, vielleicht mache ich das sogar nochmal, die wäre auch in meinen Top-Produkten 2022 gewesen, weil ich sie wirklich viel benutzt habe. Das hingegen ist, kennt ihr ägyptische Erde? Exactly. Bin ganz leicht reingegangen. Kein Wunder, dass Männer sich nicht schminken, wenn ihr solche Produkte rausbringt. Vor allen Dingen, also diese Farbe wird mit Sicherheit für jemanden funktionieren. Meiner Meinung nach ist diese Person dann aber nicht leid. Und auch das wieder, ne? Das Produkt an sich ist. Die Textur ist gut, aber halt, guck mal, ich bin nur leicht reingegangen und habe so viel Farbe hier drauf, dass ich gar nicht weiß, wohin ich damit hingehe. Und gerade wenn, und das ist halt, ich probiere es immer so ein bisschen abzuwägeln, ne? Ich stelle mir vor, so, ich habe gar keine Ahnung von Make-up, aber ich möchte Make-up tragen und kaufe das, weil das ist robust, das ist männlich, das ist eine schwarze Verpackung, die ist matt, die sieht nicht so bunt aus. So, und dann kaufe ich mir einen Pinsel, ich habe keine Ahnung von Make-up, gehe hier rein und habe einen orangenen Fleck auf der Stirn. Come on. Dann trage ich nie wieder Make-up. Das ist dann so ein bisschen am Weg vorbei. Wohingegen die Foundation, die war phänomenal. Das hier kannst du als Lidschatten benutzen. Genauso wie dieses Ding hier. Wobei das ist eigentlich kein Flop, sondern eigentlich ist es ein Top-Produkt. Das ist von One Size, ein Foundation Powder. Das Problem bei diesem Produkt war, dass es sehr, 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 sehr crusty war. Und wenn du, also wenn du, für mich, aber korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch sehe. Wenn ich ein Foundation Powder benutze, dann möchte ich mit einem Schwamm da reingehen. Oder wir machen es mal mit einem Pinsel. Dann möchte ich das schnell und einfach auftragen. Das Problem ist nur, entweder ich habe eine Foundation, Puder drunter, eine Creme drunter oder ein Primer drunter oder halt nicht. Wenn ich was drunter habe, oxidiert das einfach so dermaßen in die Umpa-Lumpa-Richtung, dass das nicht funktioniert. Und dann, und das finde ich viel, viel schlimmer, weil Farben kann man ja dann so ein bisschen korrigieren, die Formulierung halt aber nicht. Wenn du das dann benutzt hast, das hält, das sieht 2 Stunden in der Kamera, sieht das top aus. Im echten Leben ist das super, 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 super trocken und crusty und du merkst richtig, wie dieses Produkt dir das ganze Leben aus der Haut raussaugt und wenn du dich abends abgeschminkt hast, denkst du dir, du warst 3 Wochen in der Sahara spazieren. Kann man drüber streiten. Passt jetzt sehr, sehr gut zum Bronzer. Die Textur war es einfach nicht und auch die. Ich bin eh nicht so ein großer Freund von Foundation-Pudern gewesen, wobei ich sagen muss, das von Fenty ist sehr, sehr gut, wenn man 2 Farben he zu hell nimmt, weil es so dermaßen bei Sauer. Also wenn du wirklich draußen bist und ich weiß nicht, auf was es reagiert, ich glaube auf Luftfeuchtigkeit. Oh Gott, da gab es mal ein Video, vielleicht finde ich das noch, da habe ich das getestet. Mein Gott, wie sehe ich aus? Entschuldigt bitte. Da habe ich das getestet, habe dann Pakete weggebracht und kam dann wieder und ich sah genau so aus. Genau so.
Und zu Hause sah es gar nicht schlecht aus. Hi, mein Name ist Maxim, ich bin Vollzeit-Beauty-Content-Creator und das ist mein Make-up. Eine Sache, die ich jetzt hier stellvertretend mit reingenommen habe, das ist jetzt hier ein Color-Changing-Lipstick. Bitte, bitte, 2023 Götter, Make-up-Götter, lasst das. Ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich verstehe es nicht mehr. Die Idee war damals super, super süß. Aber meistens sind es dieselben pinken Farben, die dabei entstehen. Du kannst es auch als Blush benutzen, so ein bisschen. Es wird gleich pink. Nee, habe ich keine Lust mehr drauf. Das ist einfach, finde ich zumindest, nicht mehr zeitgemäß. Und das sieht auch, ich weiß nicht, benutzt ihr, kauft ihr das noch? Und weil das frage ich mich wirklich. Die Marken bringen ja nur Sachen raus, die auch gekauft werden. Und irgendjemand muss das ja kaufen. Immer wieder. Aber wer bist du? No shade. Kein Ding. Es funktioniert ja. Es funktioniert und es sieht schön aus. Ich habe es nur mit reingenommen, weil ich es einfach nicht mehr verstehe. Also ich habe die letzten vier Jahre, die ich das jetzt hier mache, den Spaß hier, so viele Color-Changing-Produkte gehabt. Und es sieht am Ende immer gleich aus. Ne? Also es geht immer von durchsichtig zu pink, von blau zu pink oder von schwarz zu pink. Color-Changing wäre vielleicht auch mal ganz schön von, weiß ich nicht, von grün zu einem richtig schönen Fliederton. Jetzt ist genug. Und zum krönenden Abschluss, ihr süßen Mäuse, habe ich tatsächlich auch noch was für die Augenbrauen. Ihr wisst, dass ich meistens, das muss ich euch erzählen, für die, die jetzt so lange dran geblieben sind, ich habe ein eigenes Augenbrauengel gemacht. Ich glaube nur, dass es jetzt dafür zu spät ist. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass wenn ich das jetzt rausbringen würde, dass das noch Sinn macht. Und das hält bombenfest. Das ist, sieht ähnlich aus wie das Brow Freeze von Anastasia. Es hält aber besser. Also es hält noch länger und du musst nicht erst hin und her und hin und her und es nimmt dir die ganze Foundation ab. Schreibt mir mal eure Meinung dazu. Es gab von Charlotte Tilbury ein Clear Brow Gel, was die Augenbrauen fixieren sollte. Das Bürstchen, top. Aber, also du kannst da durchgehen, aber es hat die Augenbrauen nicht so gut gehalten und es stinkt bestialisch. Also es riecht wirklich nach purem Handdesinfektionsmittel und das ist mir an den Augen, ehrlich gesagt, ein bisschen zu nah. Aber, wenn ihr das haben solltet oder es war vielleicht in eurem Charlotte Tilbury Adventskalender mit drin dieses Jahr, dann könnt ihr das sehr, sehr gut benutzen, um eure Babyhärchen wegzumachen. Oder wenn ihr einen Bart habt. Oder ich dachte, man kann es auch an den Augen benutzen. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Essence-durchsichtige Mascara-Ding, was es ja auch schon Ewigkeiten gibt. Könnte man dafür auch benutzen, aber dafür ist mit da zu viel Alkohol mit dran. Das ist der fertige Look. Ich zeige euch nur, wie wir den noch richtig, richtig schön 2007-Gedächtnis-Look. Wobei ich die Lippenkombi gar nicht so schlecht finde, ehrlich gesagt. Ne, also das war, glaube ich, nicht so wirklich das. Muss auch dazu sagen, ich habe natürlich jetzt auch 10 schlechte Produkte zusammen benutzt. Man würde sie mit Sicherheit irgendwie hinkriegen, abgesehen davon. Also das hat wirklich alles getoppt und der Bronzer von Revolution war definitiv gar nicht meins. Ich bin gespannt, welche eure Flop-Produkte 2022 wären. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zum Lachen bringen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich küsse euch, ich drücke euch. Fühlt euch ganz doll geliebt und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.